Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie Herr Kaufmann? Oh, ja. Genau, ich bin die Susanne. Hallo. Ja, Sie haben heute einen Termin bei mir. Und ich bin die Immobilienmaklerin für die Postleitzahl 60344. Genau. Ja. Oh, Sie schauen ziemlich gut aus, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Ach, mein Name? Mein Name ist Susanne, aber Sie können mich gerne Susi nennen. Okay. Alles klar. So, also, wir haben ja miteinander telefonisch gesprochen und Sie sagten mir, dass Sie auf der Suche sind nach einer 3- bis 4-Zimmer-Wohnung. Stimmt das? Mhm. Genau. Oh, super. Yeah. Wenn ich das mal so fragen darf, Sie sagen, Sie sind alleinlebend? Naja, ich habe mich gewundert, denn Sie sagten, Sie suchen nach einer 3- bis 4-Zimmer-Wohnung und ich dachte, das wäre ein bisschen groß, meinen Sie nicht, für eine Person? Oh, okay. Mhm. Ah, okay. Was machen Sie denn beruflich, wenn ich fragen darf? Oh, Chirurg. Na, das ist aber ein toller Job. Ja, ich habe mich gewundert, denn die Miete ist ziemlich hoch für 3- bis 4-Zimmer-Wohnung. Mhm. Vor allem in einer Stadt wie Frankfurt. Genau. Ja. Aber ich bin ja heute hier, um Ihnen zu helfen. Und ich tue mein Bestes, damit Sie glücklich sind. Okay. Ich habe ein paar Immobilien rausgesucht für Sie. Und ja, ich würde sie Ihnen gerne zeigen. Aber ich muss noch auf den Schlüssel warten, wenn das in Ordnung ist. Ja, das dauert nicht lange. Und das Beste ist ja, dass wir dann, wir beide noch ein bisschen Zeit haben, um uns besser kennenzulernen. Ich meine, zu quatschen, ja. Genau. Mhm. Ja, okay, also ich erzähle Ihnen mal so, wie das hier ist, weil Sie sagten ja, Sie haben im Ausland gelebt. Genau. Und Sie wissen noch nicht so, wie das abläuft in Deutschland mit der ganzen Wohnungssuche. Ja, und der Bürokratie. Ja, also eins muss ich Ihnen lassen. Sie haben einen sehr witzigen Humor. Ja. Also zurück zum Thema. Genau, also wenn Sie jetzt nach einer Wohnung suchen, müsste man eine Kaution zahlen, ja, zur Sicherheit. Und ich nehme an, Sie haben keinen Schufa-Eintrag, da Sie ja noch nie in Deutschland wohnhaft gewesen sind. Genau, yeah. Alles klar, ja, das ist ja alles kein Problem. Mhm. Gut, also 3 bis 4 Zimmer. Aber was für ein Stockwerk hätten Sie denn gerne? Also lieber Erdgeschoss oder
dritten, vierten Stock. Also die ganzen Immobilien, die ich hier habe für Sie, die sind ja im Luxusgegenden zu finden, ja, wo die Reichen und Schönen leben. Und genau, und da sind natürlich keine Hochhäuser da. Wir haben da das größte, höchste Gebäude, das wir da haben, besteht aus 3, maximal 4 Etagen. Ja. Ja. Genau, Sie können das ziemlich so mit München vergleichen. Ja, hoher Lebensstandard, genau. Machen Sie sich da keine Sorgen. Ja. Ich habe mir nur das Beste für Sie ausgesucht. Ja. Gut. Ich mache ein paar Notizen hier. Ja. Und haben Sie denn Haustiere? Einen kleinen Hund? Okay. Gut. Und was für eine Rasse ist denn Ihr Hund? Ich liebe Tiere. Ein Pudel. Och Gottchen, das ist ja goldig. Ja, nun, ich habe gefragt, weil manche Immobilien haben das nicht so gerne mit den Haustieren. Aber ein kleiner Hund, das wäre schon okay, denke ich mal. Genau. Ja. Yeah. Was ist denn Ihnen so wichtig, wenn Sie nach einer Wohnung suchen? Ja. Okay. Oh, die Aussicht, der Blick, genau. Ja, der Blick, denke ich, ist das Wichtigste. Meinen Sie nicht? Ja. Yeah. Also, wir haben jetzt nicht so viele Berge in Frankfurt, aber die Gegend, die ich mir für Sie ausgesucht habe, ist schon ein bisschen näher dran am Gebirge, aber das ist außerhalb von Frankfurt und ja, genau, das heißt Kronberg im Main-Taunus-Kreis. Eine wunderschöne Gegend, ja. Genau. Ja, so, und die Sache ist die, Frankfurt ist die Megacity Deutschlands. Und deswegen haben wir ganz viele verschiedene Kulturen und Restaurants. Und ja, das ist halt mehr City Life. Und das, was Sie beschreiben, das ist eher Natur. Und da würde ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen, nach Immobilien zu schauen, die außerhalb von Frankfurt sind. Ja. Yeah. Genau. Und ich meine, es ist ja auch nicht so weit entfernt. Sie können 25 Minuten bis 30 Minuten maximal im Verkehr stehen. Ja, aber dann sind sie auch da mit der Autobahn, ja. Also es ist halt kein Weltuntergang. Ja. Und übrigens, das Beste ist, naja, die Wohnungen, die ich mir für sie ausgesucht habe, sind ziemlich nah an der Gegend, wo ich wohne. Und dann dachte ich mir so, naja, sie kennen wahrscheinlich nicht so viele Leute hier, neue Stadt, ja, neue Gegend. Und wir haben ja uns schon kennengelernt. Und ja, und ich dachte mir, wir könnten ja gerne Nachbarn sein. Ja. Und habe ich Ihnen denn erzählt, dass ich unglaublich gerne backe? Ja, ich backe Plätzchen, Kekse, Kuchen und Torten.
Ja, ich könnte Ihnen gerne einen Schokoladenkuchen backen und ja, gerne mitbringen das nächste Mal. Ja, okay. Ja, es sind ja ganz viele neue Gesichter hier in der Stadt. Ja, aber es ist immer besser, wenn Sie jemanden schon kennen. Jemanden, der ehrlich ist. Ja, aufrichtig. Jemand wie ich. Oh, danke. Ja. Okay. Genau. Alles klar. So, also ich werde Ihnen die Immobilien zeigen, sobald ich die Schlüssel habe. Aber was ich Ihnen noch ans Herz legen möchte, ist, dass die Nachbarn ziemlich streng sind in Deutschland. Wir haben hier Regeln wie zum Beispiel Ruhezeiten und das ist etwas, was ich persönlich ziemlich mag, aber es ist etwas Fremdes in anderen Ländern, ja. Aber das ist etwas zu ihrem Wohl. Das heißt, dass jeden Tag, so von Montag bis Freitag, gibt es verschiedene Ruhezeiten und ebenso am Wochenende. Und das heißt, an diesen Ruhezeiten sollte man nicht so laute Musik spielen, ja, und ein bisschen ja, vorsichtig sein mit der Lautstärke. Ja, die Ruhezeiten sind Montag bis Freitag. Das beginnt ab 19 Uhr. Ja. Und Samstag und Sonntag ab 22 Uhr, da es ein Wochenende ist. Und sie sagten ja, sie haben meistens Verwandtschaft aus dem Ausland zu Besuch und sie spielen auch gerne Musik daheim, ja. Okay. Ja, das sollte kein Problem sein, wenn ich Ihre Immobilienmaklerin bin und auch vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Okay. Oh, gerne, natürlich. Ich gebe Ihnen meine Nummer, meine private Nummer. Und Sie können mich jederzeit anrufen. Ja. Es muss ja nicht unbedingt nur für diese Immobiliensache sein, ja. Also wenn Sie irgendetwas benötigen, ja, oder auch vielleicht ein bisschen einsam sind und Sie möchten ausgehen, vielleicht tanzen gehen oder ja, eine Tasse Kaffee trinken, ja. Ja, naja, ich habe immer Zeit. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich meine, ja, ich, naja, ich mag meinen Beruf und ja, aber es ist ein bisschen stressig, weil man hat ja nicht immer mit so netten Gesichtern zu tun wie Ihnen. Ja. Genau. Wo ist denn Ihre Klinik, wenn ich fragen darf? Sie sagten ja, Sie sind Chirurg. Okay. Ach ja, das ist ja nicht so weit entfernt. Ja, perfekt. Gut. Gibt es denn noch irgendwelche Bedingungen, die Sie hätten für eine neue Wohnung? Kein altes Gebäude. Ja. Ja. Nun wissen Sie, in der Gegend, mein Taunuskreis, Kronberg, da ist es wirklich sehr schön. Ja. Es ist eine wunderschöne Gegend, ziemlich ruhig. Ja.
nette Nachbarn. Sie haben da einen Spielplatz für Kinder, aber es ist jetzt auch nicht immer sehr laut. Es gibt, ich glaube, 2 Schulen dort in der Nachbarschaft, die ich Ihnen gerne zeigen werde. Und ja, und die Kriminalitätsrate ist wirklich 3% im Vergleich zu Frankfurt, Innenstadt, wo die Kriminalitätsrate 75% ist. Stellen Sie sich das mal vor. Meine Güte. Ja. Also ich wünschte ja auch, ich wäre nicht alleine, weil, wissen Sie, eine hübsche Frau, die alleine ist. Ja, ich habe da schon ein bisschen Angst und so. Ein Mann an meiner Seite würde ja nicht schaden. Ja. Und ich mag männliche Männer. Ich mag einen Mann, der mich beschützen kann, wo ich mich sicher fühle. Ja. Yeah. Okay. Ja. Yeah. Genau. Genau. Ja, wir fokussieren uns erstmal auf Ihre Wohnung und dann schauen wir mal. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Alles klar. Gut. Ja, und wir sagten ja, dass Sie 2 Autos haben. Genau, ja. Okay. Genau, weil wir haben da ja nicht unbedingt ein Parkhaussystem hier. Das wird draußen geparkt, aber die Kosten für den Parkplatz sind mit einbegriffen. Ja, genau. Naja gut, wenn Sie Gäste haben, ist es ein bisschen schwierig für die Gäste, einen Parkplatz zu arrangieren. Wahrscheinlich auf der Straße irgendwo. Ja, aber jetzt nicht direkt im Gebäude. Aber machen Sie sich da keine Sorgen. Es ist komplett sicher. Ja. Dann schicken Sie mir doch bitte die ganzen Dokumente, die ich Ihnen aufgelistet habe, per E-Mail zu. Und naja, es scheint so, als ob ich die Schlüssel heute doch nicht bekomme. Aber naja, umso besser. Vielleicht sehen wir uns ja ein andermal wieder morgen. Ja, und dann kann ich Ihnen die Wohnung zeigen morgen. Und ja, nein, meine Kollegin ist da nicht dabei. Also das bin nur ich. Ja, und ach, glauben Sie mir, es ist auch besser so. Ja, denn ich bin sehr intelligent, ehrlich, offen und ehrgeizig. Ja. Danke. Ach, ich werde ja ganz rot von Ihren Komplimenten, die Sie mir machen. Gut. Ja. Aha. Ah, gute Frage. Nun, der Wohnungsmietvertrag ist gültig für 1 Jahr, ganze 12 Monate. Beginnend an dem Datum, an dem Sie einziehen. Ja. Mhm. Genau. Alles klar. Dann nehme ich an, sehe ich Sie morgen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Alles gut. Ja. Gut, ich werde noch ein paar Wohnungen mir raussuchen, denn Sie möchten wirklich schon in der Stadt wohnen, aber Natur haben, das ist ein bisschen schwierig, ja. Ich meine, ich würde jetzt vorschlagen, dass Sie einfach in dem Gebäude einziehen, wo ich wohne.
Ja, aber ich bin da jetzt nicht die Immobilienmaklerin für. Deswegen kann ich da jetzt auch nichts garantieren. Ja, aber lassen Sie mich mal überlegen. In Frankfurt Innenstadt. Ja, also ich würde sagen, im Westend ist es ziemlich schön. Ja, genau. Ja, das ist auch eine wunderschöne Gegend. Ich bin da auch aufgewachsen. Und ja, es gibt da ganz, ganz viele Schulen, Gymnasien, genau, Universitäten, Kliniken, ganz viele Museen sind da auch in der Nähe, weil sie sind ja ganz frisch hier in der Stadt und sie möchten sich ja auch einiges anschauen, richtig? Ja, super. Ich finde das so toll, dass sie so kultiviert sind und so offen für verschiedene Dinge. Ja. Fabelhaft. Ja. Ja. Oh, sie waren auf den Malediven dieses Jahr. Klingt ja wie ein Traum. Ja, gut. Also, ja, ich müsste dann auch schon los, weil ich muss mir die Fingernägel machen lassen. Ja, aber Sie haben ja auch meine E-Mail-Adresse. Das ist jetzt nur für die Dokumente. Aber falls wenn was ist, könnten Sie mich ja jederzeit anrufen auf meiner Handynummer. Alles klar. Es war wunderschön, Sie kennengelernt zu haben. Ja, Sie sind ein toller Mensch und ein sehr charmanter Mann, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, gut. Alles klar, dann sehe ich Sie morgen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ja, auf Wiedersehen.